Markus, wie schwer war die Zeit in den letzten Wochen, jetzt, wo du von außen zugeschaut hast, mit deinen Teamkollegen mitgelitten hast? Ja, es war schwierig. Es ist halt schwierig, wenn man verletzt ist. Es ist eine unfeine Sache, wenn man nicht selber dabei sein kann. Aber ich habe mich fit gehalten und werde versuchen, wieder zurückzukommen und zu spielen. Wie schaut es bei dir persönlich aus? Hast du ein Ziel, heuer nochmal in die Mannschaft zu kommen? Wenn in die Mannschaft kommen, bei welchem Spiel? Weiß man da schon was? Nein, ich war jetzt mit der Nationalmannschaft weg, habe dort ganz normal gespielt, alle Spiele und ist super gegangen. Und da in Bozen hängt es jetzt darauf an, wie es mit den Spielern, mit den Punkten geht, ob ich noch Platz habe oder nicht. Und ich glaube, morgen werden wir sicher noch nicht spielen. Und nach danach müssen wir schauen, ob es einen Platz für mich noch finden. Ist das ein neues Gefühl für dich, der Konkurrenzkampf? Ja, logisch, Konkurrenzkampf. Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf und es ist einfach so, ich meine, wir haben heuer viele Spieler, viele Ausländer und ich hoffe, dass die Mannschaft gewinnt und dass wir weiterkommen und dass wir in die Playoffs kommen. Und was noch persönlich ist, gegen Sel kann ich echt nicht sehen. Ich meine, das ist noch eine Entscheidung, was der Vorstand treffen muss und die Trainer und nicht ich selber. Jetzt stehen zwei wichtige Spiele gegen Villach. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft vor den zwei so richtungsweisenden Spielen? Nein, es ist positiv, alle Wellen logisch gewinnen und ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, die zwei Spiele zu gewinnen. Alle sind voll motiviert, alle sind gerascht nach der Pause und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und die Spiele zu gewinnen. Danach steht mit Dornbirn gleich noch ein hartes Spiel an. Wie ist der Eindruck? Wie schätzt du die zwei Gegner jetzt ein, was die nächsten Tage auf einen warten? Ja, es wird sicher schwierig werden, aber ich glaube, jedes Spiel jetzt wird schwierig und wir müssen alle gewinnen, glaube ich, dass wir noch weiterkommen oder vielleicht eins, was wir noch kannst, verlieren. Aber Dornbirn müssen die drei Punkte haben und sie sind vor uns und die Spiele sind zu gewinnen. Denkt man daran, dass es der HC Bozen nicht schaffen kann, in die Playoffs zu kommen? Oder ist das überhaupt kein Thema momentan? Nein, ist einmal überhaupt kein Thema. Wir sind alle positiv, dass wir es schaffen. Und ich glaube auch, wenn wir spielen, wie wir können, dass wir reinkommen. Was ist denn das Erfolgsrezept jetzt für die letzten Spiele in der Zwischenrunde? Hat man da eine Taktik sich zurückgelegt, die vielversprechend sein kann? Ja, ich glaube, die Taktik, da muss einfach jeder die aussortieren und es muss einfach jeder alles geben, sich in Schüsse einwerfen, Schüsse blocken, einfach zum Tor gehen, hingehen, was weh tut und wenn jeder alles gibt, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass wir die Spiele gewinnen. Okay, danke schön, dann wünsche ich alles Gute.